bin Christina Fass und die Inhaberin vom Wolf Center. Das Wolf Center ist ein Spezialzoo für Wölfe und es gibt uns seit 2010. Ja, mein Name ist Judith Brückner. Ich arbeite hier als Besucherführerin und Tierpflegerin. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Wölfe bei uns an und wir gehen mal los. Genau, ich würde sagen, bevor wir losgehen, wie viele Wölfe sehen wir denn oder wie viele Wölfe haben Sie denn hier? Wir haben bei uns 7 Grauwölfe und 4 Polarwölfe. Und als kleine Überraschung haben wir ganz viel Glück und sehen vielleicht noch zusätzlich 5 kleine Welpen, die gerade erst ein paar Wochen alt sind. Ach, das ist aber süß. Ja, dann wird es ganz spannend. Also ich schätze mal, unsere Zuhörer und Zuschauer freuen sich. Und dann gucken wir mal, dass anschließend, wenn nächste Woche dann hier 2 Busse vorfahren, dann wissen die Bescheid. Dann kommen die alle aus Berlin und wollen die Wölfe sehen. Die genau. Wölfe werden sich auch... Aber wir gehen jetzt erstmal los. Aber noch eine Zwischenfrage, Frau Grang. Wie lange besteht das Wolfscenter jetzt? Genau, seit 2010, da haben wir angefangen. 2005 ist die Idee entstanden in Kanada bei einem Urlaub in den Rocky Mountains. Und wir haben 5 Jahre gebraucht, das zu planen und dann in die Tat umzusetzen. Und seit 2010 gibt es uns. Genau, und Ihr Gatte ist immer noch unterwegs und guckt immer nach neuen Wölfen, oder? So ungefähr. Der guckt immer nach neuen Ideen, was wir noch zusätzlich integrieren können. Gut, aber Sie liegen ja hier mitten im Wald, das kann ja an für sich nichts passieren und auch die anderen Dorfbewohner, die drumherum wohnen, sind damit einverstanden und sagen, wir haben keine Angst und keine Scheu. Ja, also jetzt haben sich alle dran gewöhnt. Am Anfang war schon eine kleine Unsicherheit, ob wir hier die Wölfe aussiedeln wollen. Das machen wir natürlich nicht. Alle Wölfe, die bei uns sind, bleiben auch bei uns im Gehege. Haben die denn auch Namen? Ja, wir haben verschiedene Gehege, aber alle unsere Wölfe haben Namen. Wir haben Gehege, da sind die Wölfe von Wölfen großgezogen. Das heißt, wenn wir da reingehen, halten die einen gewissen Abstand. Wir haben aber auch Wölfe, die haben wir mit der Flasche großgezogen. Das heißt, die können natürlich auch mal näher kommen und mal gerne Hallo sagen, aber jeder bei uns hat einen Namen. Sie haben ja gerade eben gesagt, es gibt Neugeborene. Hat da einer schon den Namen Rainer? Nee, ne? Nee, gut, okay. Noch nicht, das können wir aber vielleicht, genau, wir vielleicht umsetzen. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, laufen wir einfach rum und freuen uns und sagen den Wölfen guten Tag. Und schauen uns die Ziegen an, unseren Streichelzoo, die Präriehunde. Dann gehen wir kurz an den Füchsen vorbei und versuchen, die Welpen zu finden und zu sehen. Die wurden heute Morgen mit Möhren und mit frischem Gras und Ästen und Zweigen versorgt. Und die lassen es sich gerade jetzt schmecken, wie man sieht. Seit Gründung des Centers dabei, seit 2010, also sind sie jetzt 13 Jahre alt und die können bei uns aber so bis zu 16 werden. In der Natur muss man das aber leider halbieren, da haben wir sogar nur so Lebenserwartungen bis 7 Jahre. Auch da gibt es mal Ausnahmen, aber bei uns ist es quasi das Rundum-Sorglos-Paket mit medizinischer Versorgung, regelmäßig Futter, weswegen sie dann älter werden. Kann man denn so einen Wolf, wenn er so da liegt und man geht auf ihn zu, kann man ihn denn streicheln und sagen, hallo, wie geht's dir? Oder sollte man es nicht so machen? Also das ist jetzt der Milan. Der wurde von Wölfen großgezogen. Das heißt, der hält immer einen gewissen Abstand, wenn wir reingehen. Schubkarren sind ihm auch überhaupt nicht geheuer. Dann sieht man ihn gar nicht mehr. Und wir haben aber auch handaufgezogene Wölfe. Das heißt, die kennen uns, die können auch mal gerne den Kontakt einfordern und sich auch mal streicheln lassen. Heißt aber nicht, dass sie auch nicht gefährlich werden können. Das heißt, da muss man immer doch ein bisschen Respekt immer wahren.
Und die Polarwölfe, die haben viel kleinere Ohren als die Grauwölfe, damit die einfach nicht abfrieren. Die müssen nämlich die Körperwärme schön bei sich behalten. Ja, und Geschwisterliebe, man kann auch mal gerne ein bisschen kabbeln. Na, Großer? Ja, Kimo, ha? Huh? Sollen wir? Ja. Eins, zwei, drei. Wir haben ein bisschen Rinderherz und ein bisschen Leber. Also wenn Sie Hunger haben, dürfen Sie reingreifen. Sonst würde ich sagen, lassen wir ja, das für die Wölfe. Dann, ich nehme dann das Rinderherz. So. In der Natur bräuchten Sie so 3 bis 4, aber die kriegen Sie auch nicht immer. Das heißt, bei uns sind es die 1,5 bis 2. Und Sie kriegen aber auch mal ganze Tiere. Mal Rehe, mal Dammwild, Hasen, Bisamratten, Geflügel. Und Sie müssen aber auch mal fasten. Und tatsächlich gibt es 2 Tage nichts bei uns. Dann müssen Sie aber nicht unbedingt hungern, denn es kann auch sein, dass Sie sich Vorräte anlegen. Das heißt, wie ein Eichhörnchen vergraben Sie auch mal gerne Ihr Futter. So Jungs, das war's für heute. Um 4 Uhr gibt's Kaffee und Kuchen. Sehr schön, dann können Sie die Handschuhe einfach reinschmeißen. Super, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die beiden können sich nicht beschweren. Nö, wunderbar. Super. Hier sind wir jetzt an unserem Baumhaus-Hotel Tree Inn, das Baumhaus-Hotel Nummer 1. Und hier kann man ein bisschen sehen, ein Whirlpool, eine Dachterrasse, es ist super luxuriös. Hier kann man eine Übernachtung buchen und direkt ins Wolfsgehege schauen. Thank you.